Die leeren Bierkästen stapeln sich zwar noch in die Höhe, aber schon lange nicht mehr wie eigentlich benötigt. Flaschen sind Mangelware. Die Lieferketten zu den Glashütten in der Ukraine und Russland sind zusammengebrochen. Aber das Flaschenproblem ist längst nicht das einzige in der Klosterbrauerei Neuzelle und anderswo. Mittlerweile gibt es Lieferschwierigkeiten bei den Rohstoffen und auch die steigenden Energiekosten treffen die Branche. Folgedessen kalkuliert der Geschäftsführer der Klosterbrauerei Neuzelle, Bier wird wohl bald erneut teurer werden. Wir haben die Bierpreise um 10% erhöht. Ich versuche, das möglichst lange noch hinauszuzögern, ganz klar. Aber ich gehe mal noch von weiteren 20% aus in der nächsten Zeit. Die Branche hat sich von den mehrmonatigen Schließungen in der Gastronomie während der Corona-Pandemie nicht wirklich erholt. Um weltweit neue Kunden zu gewinnen, aber auch um Transportkosten zu sparen, will die Klosterbrauerei neue Wege gehen. Nicht das Bier werde künftig verschickt, sondern ein Extrakt. Dem Bier soll das Wasser entzogen werden. Aus einem Liter werde so 120 Gramm Bierpulver. Kein Witz, verspricht der Chef, sondern schon bald ein marktreifes Produkt. Wir bringen nur noch den Geschmack rein in ein Pulver letztendlich. Und das können wir dann in leichten Säcken transportieren. Das wird da nicht schlecht sozusagen. Das wird, muss nicht gekühlt werden. Wahnsinnsgericht, Gewichtsreduktion um 90%. Und wenn wir das in andere Länder transportieren, dann haben wir unseren Geschmack, den die Menschen ja dort wollen, zusammen mit einem Bruchteil der Transport- und CO2-Kosten. Über 2 Jahre sei an dem Produkt geforscht worden, auch mit Unterstützung des Landes und der Europäischen Union. Was genau drin sein wird im Bierpulver, sei aber noch geheim. Die Klosterbrauerei spricht dennoch von einer bahnbrechenden Erfindung für die gesamte Brauwirtschaft. Wir können auch verschiedene Biersorten machen. Am Anfang werden wir alkoholfreie Sachen vor allem forcieren. Später kann dann auch mit Alkohol drin sein. Wir machen tatsächlich auch die Kohlensäure, kann man auch in Pulverform machen. Das sind alles Sachen, die sehr ungewöhnlich sind, also Alkohol oder Kohlensäure dann in Pulverform irgendwie hineinzubekommen, Geschmack auch. Und ja, ich denke mal, dann ist das eine runde Sache, die man dann, je nachdem, wie man die Geschmacksrichtung wählen möchte, dann auch individuell einstellen kann. Noch im September werde das erste Bierpulver in der Klosterbrauerei vorgestellt. Verkauft es sich wirklich, beginnt ein neues Zeitalter in der über 400 Jahre währenden Neuzeller Biertradition.